Wir wollen hier unsere Parabel um 2 Einheiten nach links und 3 Einheiten nach unten verschieben. Wir haben eine Parabel in der Normalform gegeben und zuallererst müssen wir diese einmal in die Scheitelpunktform bringen. Das Ganze haben wir schon in Kapitel 4.4 gemacht. Das heißt, wir hätten diese Scheitelpunktform erhalten und können hier ganz einfach unseren Scheitelpunkt ablesen. Und zwar an der Stelle minus 1 Strich minus 4. Unsere allgemeine Formel lautet ja, y ist gleich a mal x minus xs zum Quadrat plus ys. Das hier ist xs, das hier ys, deswegen hier auch minus 1. Denn xs muss in diesem Fall ja minus 1 sein, damit hier plus 1 stehen kann. Ja, und jetzt geht eigentlich das Ganze relativ einfach. Das heißt, wir verschieben nur diesen Scheitelpunkt zuallererst einmal. Also, und zwar um 2 Einheiten nach links. Wenn wir von links und rechts sprechen, bedeutet das, wir verändern unseren x-Wert des Scheitelpunktes. Also, wir nehmen hier xs. Da wir uns nach links bewegen, ziehen wir davon 2 Einheiten ab. Das heißt, wir hätten minus 1, minus 2 und das ist gleich minus 3. Dann bewegen wir uns noch 3 Einheiten nach unten. Wenn wir von oben oder unten sprechen, betrifft das die y-Koordinate des Scheitelpunktes. Nach unten bedeutet auch, wir ziehen die 3 Einheiten ab. Das heißt, wir haben hier minus 4 minus die 3 und das wäre minus 7. Also, das hier, das sind die Koordinaten unseres neuen Scheitelpunktes. Und zwar an der Stelle minus 3 Strich minus 7. Und jetzt wollen wir ja wieder eine Gleichung haben. Das geht ganz einfach. Und zwar setzen wir das in diese Gleichung, in die allgemeine Gleichung einfach wieder ein. Unser a können wir ganz einfach hier ermitteln. Das ist in diesem Fall 1. Und somit hätten wir für y neu die Gleichung, a ist ja 1, Klammer auf, x minus xs, das ist in diesem Fall die minus 3, somit wird das hier plus 3 zum Quadrat plus ys, in dem Fall minus 7. Und das ist unsere neue Parabelgleichung, die eben um 2 nach links und 3 nach rechts verschoben ist. Wollen wir die Normalform? Klar, dann multiplizieren wir das noch aus, aber generell sind wir hier fertig.